Hey Esken, was geht denn bei dir ab? Junge, willkommen zu meinem Video hier zu deinem Esken gibt euch die Chance Aufruf. Diese Chance will ich natürlich ergreifen. Du hast gesagt, du suchst einen Entertainer. Und zum Glück bin ich das von Beruf, mein Freund. Deswegen sehe ich mich natürlich ganz klar als, Mitstreiter auf jeden Fall. Nicht unbedingt als Gewinner, aber schon als Gewinner. Wo bin ich? Bei Anti. Komm, ich mach mal eben alle kaputt, dass das auch mal nach einem guten Spiel auch scheiße. Bittere Pille. Ja, Counter-Strike. Du denkst jetzt, fuck, what? Aber die Counter-Strike-Fanboys und die COD-Fanboys, die sind doch eigentlich voll verstritten und alle hassen sich und sowas. Und da sage ich nur eins dazu. Kann sein, ich weiß es nicht. Ich habe das nicht, ich kenne mich da nicht so aus. Du hast gesagt, du willst unterhalten werden. Entertainment ist eben natürlich das Wort, das hier im Raum steht, ganz klar. Denn heutzutage auf YouTube kannst du nichts mehr reißen, wenn du einfach nur gut bist oder hübsch aussiehst. Gut, als Frau ist es dann vielleicht auch mal eine etwas andere Geschichte. Aber als Mann, ja, da musst du natürlich arbeiten. Also an dir, an deiner Art. Ermikid, please don't kill me. Ich würde sogar fast so weit gehen und sagen, dass das Medium, zu dem man unterhält, also jetzt zum Beispiel Counter-Strike, COD oder irgendwas, das ist eigentlich völlig irrelevant. Das wenn man, oh mein Gott, ich wollte doch weglaufen. Es ist eigentlich völlig irrelevant. Weißt du, was ich meine? Weil der Charakter ist wichtig, wie du drauf bist, wie du eben die Leute unterhältst. Ja, und wenn du es drauf hast zu unterhalten, ja, dann ist völlig klar, dann ist es wurscht, was im Hintergrund läuft. Ja, das kann Counter-Strike sein, COD, Battlefield oder eben ein Porno. Alter, das wird Klicks bringen. Holla die Waldfee, Holla die Waldfee. Aber YouTube macht da ja nicht so mit. Also, weißt du, wie ich meine, ja? Es zählt heutzutage eigentlich wirklich nur noch Ausstrahlung. Ausstrahlung, Ausstrahlung, Ausstrahlung. Wie mache ich was? Wie unterhalte ich die Leute? Und so weiter und so fort. Für dieses Video habe ich mir sogar ein kleines Thema ausgedacht. Und ja, du hast richtig ein Thema. Ich habe eine Frage sogar an dich zu diesem Thema. Ich dachte, ich mache jetzt nicht irgendwie... Ich wollte jetzt nicht sowas machen, wie es halt viele machen mit... Ja, mit diesen ganzen Schmeicheleien, deine Stimme einbauen und dies und das. Und die ganze Zeit erzählen, wie sie dir gerne die Poperze ablecken würden. Du weißt schon, ich meine, Schleimer, wer will sowas? Es geht ja ums Entertainment und nicht darum, wie toll jemand schleimen kann. In deinem Bestreben dann die Community zu stärken, ist es natürlich auch kein Schritt nach vorne, wenn du theoretisch Schleimer... Sind die gut für die Community? Ich glaube nicht. Leute, die in deinem Sinne unterhalten, sind gut für die Community. Für die YouTube- und COD-Community. Übrigens, ich spiele auch COD, jetzt mal so nebenbei noch erwähnt. Alter, bin ich gut. Im Moment mache ich gerade so eine ziemlich harte Counter-Strike-Phase durch. Aber Black Ops 3 ist schon bestellt, weißt du Bescheid, ja? Ey, wo gehst du? Oh, fuck. Mein Thema sind Skins in Spielen. Du kennst es ja, bei COD gibt es Skins, bei verschiedenen anderen Spielen gibt es Skins und hier bei Counter-Strike gibt es auch Waffenskins. Es ist richtig krass, was sich um diese Skins mittlerweile entwickelt hat. Es ist schon eine Art Religion. Diverse Skins werden richtig verehrt, da werden richtig fette Geldsummen ausgetauscht, um diese Skins zu bekommen. Es handelt sich hierbei um Skins, um bemalte Waffen. Guck mal hier zum Beispiel die AWP, ja? Ich habe ein Unboxing mal gemacht für YouTube, natürlich. Das zieht ja auch ganz gut, verdammt nochmal, das zieht ja auch ganz gut neue Zuschauer an. Und ja, zweimal No-Zoom, ja, also ich würde sagen, das ist allein schon mein Sieg wert. Ne, Quatsch. Ich habe ein Opening gemacht, habe diese AWP gezogen und du müsstest auch manchmal mitbekommen, wie die Leute eskalieren wegen sowas. Klar, ich meine, ich habe das Ding gezogen, habe mich gefreut, dachte, cool, das ist was den Zuschauern auf jeden Fall gefällt, wenn ich in so einem Unboxing halt was Tolles ziehe. Aber hätte ich mir jetzt das Bein abgehackt, wenn ich gar nichts bekommen hätte, mir ist es doch völlig egal, ob jetzt diese Waffe, die ich gerade habe, bunt ist, ob die grün ist oder nicht. Es ist einfach nur irgendeine Waffe. Es geht hier um ein Spiel und die Waffe wird dadurch auch nicht besser. Ich meine, wenn ich auf mein Auto einen Streifen aufmalen, dann auch nicht mehr PS, oder? Es ist halt dann einfach angemalt. Ob ich dann für mehr verkaufen kann? Wahrscheinlich nicht. Sicherlich gibt es da vielleicht Designer, die eben, wie das hier jetzt irgendwie, dieses Design festlegen. Aber das macht nie im Leben so einen riesen Wert aus. Und dann noch in diesen Sphären, in die sich das dann begibt. Es gibt Messer, die für Tausende von Euro verkauft werden. Und die Wertigkeiten sind dann nur im Kopf der Leute. Was ist da los? Ich meine, da kann man jetzt ganz tief gehen und sagen, was ist Geldwertigkeit? Das Papier, Geld, das liegt ja auch nur in unserem Sinne, ja? Was Geld wert ist, ist ja auch, aber das ist jetzt zu tief. Diese Waffe, ja? Fuck, man, schon wieder, er pimmelt da einfach rum in diesem verkackten Haus. Komm her, du Sack. Wow, shit, das Sniper, Main. Esken, guck mal kurz nicht hin. Ich bin da richtig peinlich unterwegs. War der Headshot, komm schon. Kann ich wieder hingucken. Was diese Waffen wert sind, wie die Leute eskalieren wegen diesen Skins, es ist abnormal. Ist es überhaupt noch gesund, so zu denken? Alter, jetzt reicht's aber langsam mal. Fick die Kacke, Junge. Du kannst ja mal vielleicht dazu zu dem Thema dich auslassen. Zu dieser übelsten, krassen Skin-Geschichte sagst, ja? Und ja. Und natürlich hoffe ich, dass ich dieses Ding gewinne. Denn ich mache auch oft Community-Events. Ich spiele mit Leuten, mit anderen YouTubern und schreibe denen die Titel, um die auch weiterzubringen. Also da würdest du mich in meinem Bestreben, die Kleinen zu unterstützen, auch weiterbringen. Ich hoffe, ich habe dich unterhalten. Ja, vielen Dank. Mach's gut, ne? Ciao, ciao. Woo!